Und wir gehen direkt nach Saarbrücken zu meinem Kollegen Jörg Schönenborn. Jörg, wie sieht das Endergebnis denn jetzt im Einzelnen aus? Es bringt für die CDU die größten Zugewinne, seit Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Größere Gewinne gab es zuletzt in Nordrhein-Westfalen vor 12 Jahren. Und das ist das Endergebnis auf einen Blick. Die CDU landet dann tatsächlich bei 40,7, SPD 29,6, Linke 12,9, auch mit deutlichen Verlusten, 3 Punkte. Piraten raus, Grüne 4,0, zweiter Landtag, wo sie nicht drin sind, FDP 3,3. Die AfD mit 6,2 in den Landtag eingezogen. Und das bedeutet, dass wir hier in Saarbrücken künftig nur noch 4 Fraktionen haben werden. Die CDU mit 24 Sitzen ist deutlich die stärkste Fraktion. Eigentlich könnte sie fast alleine regieren. 2 Mandate fehlen ihr nur. Sie wird aber dann mit der SPD zusammen eine große Koalition bilden können. Spannend ist, dass nachdem im letzten Jahr die Wahlbeteiligung vor allem durch die AfD so deutlich gestiegen ist, wir hier im Saarland jetzt im Prinzip die gleiche Entwicklung haben. Es geht deutlich rauf mit der Wahlbeteiligung, 69,7. Nur die Ursachen sind diesmal andere. Wenn man sich in der Wählerwanderung anschaut, wo die Menschen hingegangen sind, die beim letzten Mal nicht gewählt hatten, dann sieht man 28.000 CDU, 13.000 SPD. Also der Effekt, den wir in der Bundespolitik beobachten, dass plötzlich dieses Duell der großen Parteien wieder spannend ist, der hat auch für beide dazu geführt, dass sie mobilisiert haben und Nichtwähler zurück in die Wahllokale geholt haben. Wir sehen, die CDU konnte von den Nichtwählern profitieren. Trotzdem um 18 Uhr bei der Prognose, ich weiß nicht, wie es eben ging, aber für mich war es eine Überraschung, dieses deutliche Ergebnis. Wie erklärt sich der Erfolg der Union im Einzelnen? Ja, ein wesentlicher Teil der Erklärung ist natürlich die Person, die diese Wahl gewonnen hat. Unsere Nachfragen zeigen auch deutlich, dass ganz bewusst Annegret Kramp-Karrenbauer als Person und nicht unbedingt als Parteifrau gewählt worden ist. Und das ist ein Effekt, den wir im letzten Jahr auch in 2 anderen Bundesländern hatten. Ich zeige das mal kurz. Kramp-Karrenbauer hat einen zufriedenen Zustimmungswert von 76%. Das ist sehr, sehr gut und hat 5 Punkte zugelegt. Im letzten Jahr in Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, 73%, auch sehr gut. Damals gegen den Trend auch zugelegt. Und Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg 84%, 6 Punkte zugelegt. Und da sieht man, wir sind eigentlich im gleichen Trendumfeld. Aber schwarz, rot und grün, also fast unabhängig von der Partei, gilt, wenn es eine starke Spitzenfigur gibt auf Landesebene, dann kann das das Ticket zum Erfolg sein. Auf Bundesebene hofft die SPD auf die starke Person Martin Schulz. Alle sprachen im Vorfeld von dem sogenannten Schulz-Hype. Jetzt das Wahlergebnis am heutigen Abend. Droht da eine Verpuffung dieses Gefühls, das die SPD momentan trägt? Naja, ich bin immer vorsichtig mit Vorhersagen. Was man sagen kann, ist, dass die SPD einen gewaltigen Dämpfer hat. Und ich will noch mal deutlich machen, was dieser Schulz-Effekt eigentlich war. Das kann man ja in Umfragekurven sehr deutlich zeigen. Zunächst mal für die SPD die Umfragekurve der letzten Jahre auf Bundesebene. 26, 25 und dann jetzt in den letzten Monaten 20%. Und dann geht es bundesweit 12% rauf auf im Moment 32. Jetzt lege ich mal die Saarland-Kurve daneben. Und da sieht man, dass sie zunächst mal in den ersten Jahren ziemlich genau parallel verläuft. Aber hier, da passiert was. Die Kurve müsste eigentlich parallel mit der Bundeskurve hochgehen und dann flacht es ab. Und es gibt zwar durchaus einen kleinen Effekt, aber nicht das, was die SPD sich erhofft hat. Und das kann man auch verstehen, wenn man die Stimmungslage im Saarland genauer anschaut. Wir haben gefragt, wie bewerten Sie die Wirtschaftslage und haben einen Jobwert deutlich mehr als beim letzten Mal 66% gut gehabt. Wir haben nach der Gerechtigkeit gefragt. Martin Schulz' Thema ist ja die Ungerechtigkeit. Und auch da das gleiche Bild. 60% der Saarländer sagen, im Grunde sind die Dinge alles in allem gerecht. Das ist ein Rekordwert. Das haben wir bei Landtagswahlen so noch nie gemessen. Das heißt, es stellt sich ganz einfach die Frage, kann dieses Thema, das Martin Schulz stark spielt, nämlich die Ungerechtigkeit für die Mitte, kann das wirklich verfangen? Eines wird vielleicht ein Stück weit klarer heute Abend. Wenn die SPD im Bund beispielsweise regieren möchte, dann ist sie eigentlich auf Gedeih und Verderb auf die Linken irgendwie angewiesen. Kann das zum Problem werden für die Sozialdemokraten? Mindestens kann man sagen, dass seit Rot-Rot hier im Wahlkampf im Saarland in den letzten 10, 14 Tagen zur realistischen Option wurde,
viele ihre Wahlentscheidung noch mal überdacht haben und das auch viele als Problem gesehen haben. Wenn man die Bürgerinnen und Bürger nach Rot-Rot befragt, dann hat man in der Tat auch eine klare Botschaft dazu. Wir haben das auf Bundesebene ganz aktuell getan, weil wir natürlich wussten, dass es an diesem Wahlabend eine Diskussion wird. In Westdeutschland sind ganze 27%, die einer rot-roten Regierung positiv gegenüberstehen. In Ostdeutschland sind es 50%. Da merkt man, diese alten Bilder gelten doch noch. Und wir haben sogar ganz konkret nachgefragt, was ist eigentlich das Gute oder was wäre das Problem an Rot-Rot? Und dann wird die Stimmungslage deutlich. Das sind ganz frische, aktuelle Umfragedaten auf Bundesebene aus der vergangenen Woche. Rot-Rot steht ja eigentlich dafür, die Gesellschaft gerechter zu machen, so der Anspruch der Parteien. Aber ganze 37% glauben, das würde in der Tat passieren. Dem stehen aber deutliche Bedenken gegenüber. Dass die Außenpolitik unzuverlässiger werden könnte, glauben 50%. Und dass unsere Wirtschaft geschwächt würde, 49%. Also wenig Hoffnung, dass ein solches Bündnis mehr Gerechtigkeit brächte. Große Sorge, dass Wirtschaft und Außenpolitik gefährdet werden. Soweit aktuelle Zahlen und Analysen aus Saarbrücken. Herzlichen Dank, Jörg Schönborn.